Das wird mit hingeteilt. Also das ist auch immer noch die Option. Gut, hoffe die fallen nicht raus. Darf ich eins boxen? Ja, nicht wahr. So, gucken wir mal. Wir begonnen haben mit dem Ingo 1998, im Herbst 1998 angefangen. Und jetzt ist eben Schluss, nach 13 Jahren. Weil 13 Jahre ist gute Zeit zum Aufhören. Weil jedes Ende ist ja wieder Anfang von was Neuem und insofern freuen wir uns heute auf das letzte Konzert. Was gibt's denn Neues? Dass der Fischen ans Schlagzeug wechselt, aber ansonsten wird es irgendwie Krach bleiben. Hi Kaktus. Du bist aus deinem heiligen Hals hierher gekommen? Wo steckst du immer? Jetzt noch? Ich bin in Leipzig, seit Bayerischen, ja. Warst du mal da irgendwie Richtung Dresden? Richtung, oder? Ja, Döbeln. Döbeln. Ja, ich studiere seit ein paar Jahren und bin nach Leipzig gezogen. Wie hast du denn? Philosophie. Brotlose Kunst. Ja, ich habe gehört, es ändert sich bei euch was. Ja. Ingo geht in die Rente. Ja. Ingo will jetzt neue Sachen ausprobieren, will seine Tierrechtsgeschichten ein bisschen forcieren und ja, will Schluss machen und wir wechseln jetzt und ich übernehme wieder das Schlagzeug. Was mit Rafa? Naja, Rafa ist ja in Südamerika. Der ist gar Rafa, nicht da. Rafa ist gar nicht mehr da, nee. Habt ihr auch gar kein Wasser heute? Doch, wir haben seit anderthalb Jahren eine Bassistin, die Bianca. Wir haben, nachdem Rafa nach Südamerika ist, eine Weile ohne Bassist gespielt und seit anderthalb Jahren ist Bianca am Start aus der Eisenberg. Ist, ja. Und die spielt dann auch in der neuen Band wieder mit. Okay. Genau. Ja. Weiß nicht, was wir T-Shirt. Auch nicht das. Na ihr, ihr habt auch hier die Mäuse mit für die Ohren, das ist gut. Das ist gut. Genau, richtig. Das ist ganz wichtig. Um vier, ich will nur wissen, um vier, spätestens viertel fünf. Um fünf fangen wir an. Nee, nicht viertel fünf, spätestens viertel fünf. Hey! Schön, dich zu sehen. Das ist euer definitiv letztes Konzert, oder was? Definitiv letztes, ja. Krass, ne? Und ihr habt eine coole Tour hinter euch? Hä? Coole Tour hinter euch? Super cool. Habt ihr jetzt dazwischen noch Zeit gehabt oder seid ihr seit dem 8. bis heute durchweg? Das ist der 10. Gig in Folge jetzt. Also ihr seid wirklich die ganze Zeit... Ja, ne, und sind auch entsprechend... Ich fühle mich auch. Ich bin auch ein alter Mann. Tut schon weh auf Dauer. Deswegen weiß ich das nicht. Weißt du was, jetzt habe ich meinen Freund reingekommen. Dann ich muss ihn immer dann runterholen auf seiner Tour. Hättest du es nicht gesagt, hätte man ganz normal weitergeredet, glaube ich. Und man, das ist definitiv das erste Konzert, was du von deinem Vater siehst. Ja. Wird auch mein letztes sein. Das weißt du doch gar nicht, ob es dein letztes sein wird. Und dein erstes Konzert ist es auch? Ja. Wird es auch dein letztes sein? Bestimmt nicht. Von Papa zumindest. Bei mir ist es das zweite. Was hast du mir gesagt? Bei mir ist es das zweite, was ich erlebt habe in meinem Leben.
Heute ist vorbei. 13 Jahre, 160 Konzerte in 11 Ländern. Es war eine super schöne Zeit. Es ist super schön, am Nachmittag hier zu stehen, so viele Leute da zu haben, gemeinsam Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Wenn irgendeiner sagen würde, hey, gehen wir heute zu Oma Kaffee trinken, würde keiner von euch da hingehen. Aber der Grindcore macht es möglich. Danke dafür. Es ist heute insofern wichtiger Moment. Das erste Mal, dass ich ein Virtual Reason Shirt auf der Bühne trage. Das tue ich nur, weil ich allen zeigen will, auch ein Mann kann blaue T-Shirts tragen. Hellblaue. Und ich habe gehört, man sieht die Schweißflecken so gut bei hellblau. Wir werden das jetzt ausprobieren. FDP. Den Fischen bitte noch leiser machen. 100 schaffen wir leider nicht mehr. Das war aber der 50. Ja, und deswegen heißt der Song auch der 50. Arbeitstitel war 51. Finde ich noch jemanden beim letzten Gig, der mir als Roadie die Gitarre zwischendrin stimmt? Der 50. Dankeschön. Ich hab Crush singt sonst immer ihren Adorno-Song Fun ist ein Stahlbad, aber heute ist das echt ein Strahlbad. Ein Strahlbad. Und weil es so heiß ist, brauchen wir was zum Ausruhen. Es sind eine Menge Leute mit, wie sagt man heute, Metalcore-Shirts da. Es ist geil, dass auch sowas zu einem Grind-Konzert kommt. Und deswegen Song für Headbanger, weil ich auch so gerne Headbanger. Solange es noch geht. Solange es noch geht, weil die Glatze kommt, die Schuppen fallen. Freut euch mit uns. Schüttelt euer Haupthaar. Macht die Zöpfe auf. Dreht's im Kreis. Mach ich. Unmögliche Zeit vor. No!
Feinkost soll Spaß machen. Das Leben soll Spaß machen. Live-Spielen macht Spaß. Und weil es heute das letzte Mal Virtual Reason ist, muss es mir besonders Spaß machen. Und ich gebe mein Bestes. Oh, wollt ihr was Schnelles hören? Der heißt immer wieder Teilhabe. Soll Spaß machen, trotzdem auch mit ein bisschen ernsten Untertönen. Und immer noch, auch am Ende nach so vielen Jahren, ich spüre noch so ein bisschen Ärger in mir, ein bisschen Wut. Und die darf auch sein, aber ich wollte heute nicht so viel politische Ansagen machen, bla bla bla, sondern eher was zum Tanzen. Der nächste Song ist Fühlt euch frei, eben Headbang, jetzt Hintern wackeln. Ja, probiert's mal. Der lädt ein, ich mach den Vorturner hier vorne für euch. Tertio non datur. Wir mussten gerade mal ein kurzes Bandplenum abhalten. Was total Schönes ist, dass heute in Jena so bunt gemischt ist. Es sind wirklich Leute aus der Szene da, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen, uns begleiten. Ich freue mich über die Frankfurter Leute. Ich freue mich darüber, dass Ötzi und Nils auf jeden Fall da sind. Die habe ich gesehen von Drowning Concrete. Der Frosch, der ist da. Das ist sehr schön aus Weimar. Und noch ein paar andere, die uns irgendwie im Krachbereich über die Jahre begleitet haben. Das ist sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite, alle anderen weisen Offenheit, auch sich mal sowas hier anzutun. Denn auch das ist Kultur, Subkultur in dem Sinne halt, die sonst nicht so im Wagner stattfindet, eher in besetzten Häusern. Insofern besetzt mehr Häuser, egal wo. Und fangt mit dem Wagner. Besonders in Jena, da sind so viele Häuser zum Besetzen frei. Aber der Vorteil ist, wenn ihr sie besetzt habt, müsst ihr keine Miete zahlen. Probiert's mal aus. Irgendwas findet sich bestimmt. Auch eigentlich der nächste Song zu ernst, um Scherze zu machen. Das heißt, mich selbst als Witz bleibt einfach nur dumm. Wir scheißen auf Witze über Schwule, wir scheißen auf Witze über Juden oder andere Minderheiten, Unterdrückte. Wir scheißen auf Witze, ja, worauf eigentlich noch? Manche Dinge sind als Witz einfach nur dumm. Die einzigen Witze, die erlaubt sind, liebe Frankfurter, sind blöde Witze zwischen Ossis und Wessis. Ich bin der Meinung, wir haben, da ich jetzt hier oben stehe und ein Mikro habe, sage ich, wir haben gewonnen. Selbst als Witz bleibt es einfach nur dumm.
Vielen Dank. Im Grindcore und im Crustcore gibt es so ein paar wichtige Tiere. Das eine ist das Deepbeat-Kaloppelpferdchen. Das macht immer. Und das andere ist die Deepbeat-Katze. Die lernt ihr jetzt kennen. Denn beiden, dem Deepbeat-Kaloppelpferdchen. Probiert's mal. Wenn der Inko Schlagzeug spielt, ihr Kind da hier vorne, macht mal wie so ein Pferd. Das geht, ehrlich. Und wo die Deepbeat-Katze kommt, das zeigen wir euch gleich. Jetzt kommt das Gurk rein, Schweine, wenn wir einmal bei den Tieren sind. Das nächste Lied müssen wir jemand widmen, das wisst ihr nicht. Aber das hat sich jemand Bestimmtes gewünscht. Das hat sich nämlich Erik gewünscht. Erik, und er wird bestimmt ein bisschen enttäuscht sein, dass wir es in der Melt-Banana-Version spielen. Wir machen es aber trotzdem. Ihr könnt sich mehr anders. Auch hier ganz wichtig, denn das Lied ist eigentlich ein totgedroschenes Slogan. Aber umso wichtiger, um wieder neu gesagt zu werden. No state, no border. No border, no nation. Stop deportation. Grenzen abschaffen, Deportationen abschaffen. Insofern für eine Welt ohne Grenzen und ohne Länder. Germany, Deutschland ist überflüssig. Insofern. No state, no border. Zum Abschluss, Ingo, der letztes Mal spielst doppelt so schnell wie sonst. Für uns in der Weltbanana-Version. Ab geht er. Ganz wichtiges Tier am Kreinko. Das Gorkreinschwein, das macht es gleich wiek, wiek, wiek. Also, hört sich manchmal so recht tierisch an, was wir hier oben so tun. Aber der nächste Song ist extrem wichtig, weil Bianca und ich, wir beide, wir haben etwas gelernt auf dieser Tour. Nämlich am Bühnenrand vorne synchron Death Metal Propeller Banging zu machen. Ihr werdet gleich sehen, das, was mein Hals gleich vollführt, geht eigentlich gar nicht. Ich muss satanische Kräfte in meinem Nacken haben. Wem das zu gefährlich ist, der hebe bitte die rechte Hand zum Schutze. Okay, der Song heißt Gier. Musik.
Danke. Scheiße, wenn man Blättel verliert und so schwitzt, dass man an Ersatzblättel in der Hosentasche nicht rankommt. Oh, jetzt ist es soweit. Für alle, die glauben und wissen, die 80er, es war das Jahrzehnt. Es war das Jahrzehnt für den Heavy Metal. Und leider, gerade in der Grindcore-Entwicklung ist der Heavy Metal ein wenig zu kurz gekommen. Und wir finden, es ist Zeit, mehr Heavy Metal im Grindcore zu haben. More Heavy Metal to grind. Jede und jeder soll selber entscheiden, was sie essen wollen, aber bitte jedes Mal drüber nachdenken. Fleisch zu essen bedeutet vorher ein lebendes Wesen zu töten. Und das ist eine blutige Tradition. Hier in Jena. Jena ist eine ganz gefährliche Ecke. Hier soll es so extremistische Jugendpfarrer geben, habe ich gehört. Und wir waren auf Tour, als der 11. September war. Und die haben das ganz clever gemacht. Die sind nämlich eigentlich am 10. schon in die Türme geflogen. Das waren die in Frankfurt. In Frankfurt. Wir waren ja unterwegs. Ist in Jena auch was passiert? Flieger im Turm. Insofern, überall, wo man hingeht, lauert Gefahr. In jedem Papierkorb. Wo noch? Vögel, die vom Himmel fallen. Schweinefleisch, was vergiftet ist. Insofern ist eine Bombenstimmung in Deutschland. Und ganz nebenbei ist es scheißegal, dass täglich Tausende von Kindern verhungern. Einfach mal drüber nachdenken. Religiös. Stefan will euch bekehren. Nein, natürlich nicht. Das machen wir subtil. Aber ein letztes Mal ist es Zeit, so richtig ärgerlich zu werden hier auf der Bühne.
Es ärgert mich nämlich total, dass auf der Straße ständig Autos herumfahren, wo ich diese Fische sehen muss, wo mir Leute zeigen, was sie glauben oder denken und mir irgendwie aufdoktroyieren wollen und mich damit penetrieren. Dabei wissen wir, das einzig, das wirklich wahre, einzig göttliche Wesen, was lebt und dem wir huldigen, ist das fliegende Spaghetti-Monster. Esst mehr Nudeln, Ramen! Danke. Vielen, vielen Dank. Stefan, ich hatte gerade eine nudelige Erscheinung. Du hattest eine nudelige Erscheinung? Nein. Auch mir ist ein Spaghetti von rechts nach links vorbeigeflogen. Ja, Coversektion. Der nächste Song ist von Brutal Truth. Wir haben den Text etwas abgeändert. Original ging es ums Kiffen. Bei uns geht es eher darum, dass Freiheit das Einzige ist, was zählt. Und der ist dahingehend nochmal, wir wollten doch heute lustig sein, Fischen. Also, da kommt ein Basspart. Und in dem Basspart huldigt ihr bitte Bianca, so ein Bass-Solo, in dem ihr auf die Knie geht und so macht. Und nach dem Basspart kommt so ein Groove-Part. Da dürft ihr dann hüpfen. Zurück in die 90er. Zurück in die 90er. Doggy Dog und so. Insofern, Puddle Truth. Choice of Music. Ja, mitbekommen, sollte sich rumgesprochen haben. Heute ist der letzte Gig nach 13 Jahren. Wie viele Konzerte? Ich hab's vergessen. Ich glaube 160 in 11 Ländern. Macht Virgin Reason heute Feierabend. Nicht etwa deshalb, weil wir uns nicht mehr mögen, sondern weil Ingo sich entschieden hat, neue Wege auszuprobieren, seine politischen Geschichten zu forcieren, seine Tierrechtsaktivitäten etwas zu pushen. Ja, und die anderen drei, wir werden demnächst wiederkommen mit noch ein paar Leuten. Bisschen Postgrind spielen. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an all die Leute, die in den 13 Jahren hier in dieser Band mitgespielt haben. Jörn, Robert, Rafa, ganz wichtig. Andreas. Ja, und Ingo. Ich bin zwar noch nicht ganz 13 Jahre dabei, aber trotzdem. Danke. Der Song ist für dich, Ingo. Und weil Ingo nochmal so richtig im Mittelpunkt stehen soll, gehe ich jetzt zur Seite, alle zur Seite. Ihr dürft nochmal einzig und allein auf Ingo gucken. Das ist ein Instrumental. Fischen wird auch nicht singen. Ihr dürft dazu parallel, wenn ihr wollt, die zweite Luftgitarre spielen. Fühlt euch frei, tut es und richtet eure Augen auf Ingo. Genau, weil Luftgitarre spielen kann man auch ohnehin gucken. Das geht. Zwei Menschen geben, ich spiele auch gern Luftschlagzeug. Auch das ist erlaubt. Das ist ein Song von der spanischen Grindcore-Band von Extreme Life.
Alter Schinken, leider immer noch aktuell. Der Ingo, der war heute vor dem Auftritt sogar ein bisschen aufgeregt. Der Ingo, der liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, so wie eben. Der Ingo liebt es, dass ihr für ihn ein letztes Mal bounced. Ja, bounced für Ingo, fühlt euch frei zu diesem alten Song. Der ist 13 Jahre alt. Ich hoffe, der Jörn ist hier, denn der Text stammt damals vom Jörn. Er hat immer noch Aktualität, deswegen spielen wir ihn seit 13 Jahren. Es gibt leider immer noch zu viele Faschisten auf der Straße. Habt ihr einen Hammer zur Hand, ihr wisst, was zu tun ist. Hammer smashed, Hammer skin. Der nächste Song geht raus an die Gründer, die Urväter des Grindcore. Grindcore wurde erfunden in den 60er Jahren und wir huldigen heute noch die Pirbel. Wer lacht da? Dieses Todernst. Dieser raus geht raus an die Pirbel, die wir alle in der Band lieben. Es sind ein paar Ältere unter euch, die lieben die Pirbel bestimmt auch. Alle anderen Jungen, die Pirbel noch nicht kennen, kaufen sich morgen eine Die Pirbel-Platte. Und der Song ist trotzdem mit einem ernsten Hintergrund. In Österreich ist es in irgendeiner Weise plötzlich Gesetz geworden, dass Menschen, die sich für Tierrechte einsetzen, mit Terroristen gleichgesetzt wurden. In ähnlicher Form gibt es das mittlerweile hier in Deutschland auch. Leicht abgeschwächt, aber was da noch nicht ist, kann ja noch kommen. Insofern achtet auf die Extremismusklausel. Der Song heißt Animal Enterprise Protection Act. We'll be right back.
zur Pro-Extremismus-Klausel. Jena, habt ihr eigentlich euren Bus schon wieder zurück? Was? Ist der Bus schon wieder da oder ist der noch in Sachsen? Der Bus? Der vom Lotta. Ach, ist der Bus vom Lotta eigentlich wieder da? Ist eine gute Frage. Das wisst ihr auch keiner, Fischen. Ja, ja. Aber jetzt passt auf. Jetzt wird's richtig anders. Wenn ein Mann einen Mann lieben möchte, sollten die beiden das tun. Wenn eine Frau lieben möchte, sollten die beiden das auch tun. Manchmal, wenn ihr wollt, dürfen sich auch Männer und Frauen drücken, knuddeln und lieb haben. Aber im Großen und Ganzen richtet sich das auch gegen die immer noch weit verbreitete Homophobie in unserer Gesellschaft. Wir sagen Scheiß drauf, während den Anfängen kämpft dagegen. Insofern, diese Tour ist ein großes Outing. Fischen, ich liebe dich. Homo vor Christ! Stefan, du stachelst. Fisch, du stachelst auch. Okay, der nächste Song ist ganz wichtig für uns. Wir haben dieses Jahr einen sehr guten Freund verloren. Bob ist nach langer schwerer Krankheit verstorben. In seiner Auseinandersetzung mit seiner Krankheit haben wir etwas gelernt. Und das war uns richtig wichtig, das zu vertonen. Bei all diesem Elend, was tagtäglich herrscht, bei aller Unterdrückung, bei allen Sachen, für die es zu kämpfen gilt, gibt es einen einzigen Grund, warum das so ist. Das Leben ist nämlich einfach verdammt schön. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch zwei Songs. Dann war es, dann ist es Geschichte. Wem das gefallen hat, wir haben noch einen Keller voller Schallplatten und T-Shirts haben wir nur noch vier blaue. Und ihr seht an mir, man kann blau tragen. Und CDs haben wir noch und so ein Blabla. Reich werden wir nicht mehr, berühmt werden wir auch nicht mehr. Wem es gefallen hat, der kann noch beim Rausgehen nachher was mitnehmen. Ansonsten ist das nämlich jetzt hier der letzte Song, den wir jemals geschrieben und aufgenommen haben. Und weil es der letzte Song ist, spielen wir ihn an vorletzter Stelle und heißt The End.
Und wir möchten uns damit nochmal ganz lieb bei den Jungs und Mädchen aus Frankfurt bedanken. Das war eine super, super 10 Tage mit euch. Immer wieder gern mit euch unterwegs gewesen. Und das wird auch weiterhin so sein. Auch mit Drowning Concrete. Es war immer wieder schön, mit euch unterwegs gewesen zu sein. Hey, super. Und alle anderen, die jetzt irgendwann gesehen und begleitet haben. Der Nils da hinten, der mit uns nach Malaysia gefahren ist. Der Kaktus. Hey, Kaktus, der auch mit uns in Malaysia gewesen ist. Und in Italien. Und in Italien, Kaktus. Das waren wilde Zeiten, oder? Die End heißt, irgendwie geht's hier doch immer weiter und der Anfang von was Neuem. Wir kommen wieder. Ja, ich höre zwar heute auf zu spielen, aber ich bleibe den Kreinkorps trotzdem weiter treu. Ich werde weiter auf Konzerte gehen. Und wir hatten ja gestern in Bad Klosterlausnitz ja einen Improvisationssong gehabt mit Vivi am Gesang. Deswegen möchte ich Pippi, Vivi jetzt gerne hier vorbitten, dass wir den jetzt nochmal spielen. Hey Enko, du bist super cool. Der hat an unseren ganz spontanen Song gedacht. Herr Hegel und Herr Strick. Ja, das ist richtig. Der Fischen, der war nämlich in Frankfurt auf dem Häkel-Seminar. Auf einem Häkel. Und da haben wir einen Song draus gemacht, ganz spontan. Der heißt jetzt der Herr Häkel. Ich beim Häkeln, beim Georg Wilhelm Friedrich. Also wir machen, also er hat also Häkeln gelernt, ja. Und deswegen heißt der nächste Song ist der Herr Häkel und der Herr Strick. Und der zeigt euch, wie leicht es ist, Grindcore zu spielen. Diesen Song haben wir nie geschrieben, nie geprobt. Hey, ihr Kinder! Nehmt euch eine Gitarre zur Hand und gründet eine Grindcore-Band. Ganz easy. Oh, musikalische Früherziehung. Ist ganz leicht. Ja, das war er, der Weltgeist zu Pferde. Danke, Vivi. Ist ganz leicht. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt ist es soweit. Das ist der allerletzte Virgin Reason Song. Bei uns im Proberaum gibt es ein Gesetz. Nee, Gesetze sind scheiße. Gibt es eine Absprache, dass wir diesen Song niemals geprobt haben. Der liegt uns einfach im Blut. Dieser Song, alle, die uns schon mal gesehen haben, wissen, es ist doch heute das letzte Mal, dass wir uns ein bisschen wie bescheuert auf dem Boden rumkugeln werden. Wir haben das viele Jahre sehr gern gemacht.
Und auch gestern in Bad Frischer Lausitz wurde ich gezwungen, obwohl der Fußboden sowas von dreckig war. Passt auf, und jetzt was ganz Wichtiges, weil es der letzte Song ist. Fühlt euch frei, macht mit. Das ist jetzt so. Am Ende dann, da gibt es so am Ende so ein Rumpelkreimpaar. Und dann macht dann der Ingo so über die Becken und ich dudel so ein sinnlos Solo. Und dann zählt der Ingo ein. Und das ist immer unsere Stelle, wo wir uns auf den Boden einfach fallen lassen. Und dann ein bisschen wie das daneben benehmen. Ne? Passt auf, und jetzt ist was ganz Wichtiges. Wir waren mal in Rosswein. Und in Rosswein in Sachsen haben das alle mitgemacht. Es war eine riesengeile Fläche voller Leute, die auf dem Fußboden lagen. Und jetzt weiß ich nicht, wie cool ihr seid. Sachsen, Stefan. Aber der Fischen ist aus Sachsen. Ihr wollt doch nicht, dass Sachsen gewinnt. Es ist eure Chance. Ich mach mit, der Fischen macht mit. Kullert euch rum, bildet Haufen gleich. Ja, und wenn ihr Haufen bildet, ehrlich, ist unser letzter Song. Und wenn, dann macht's für uns. Das ist wirklich cool. Guck mal, der Kaktus filmt mit, Leute machen Fotos. Das gibt's oft dann auf Video und auf MySpace und auf Facebook. Da könnt ihr sowas alle sehen. Das ist die Zeit heutzutage, in der wir uns immer mitzuteilen haben. Aber ihr könnt dann nach euch googeln. Und mittlerweile gibt's ja auch so eine komische Gesichtserkennung. Also, wir finden euch, egal wo ihr seid. Ein bisschen Licht. Aber dann ist die, du Kaktus, dann ist die Hemmschwelle höher, dass die nicht mehr mitmachen. Was dann der Beweis? Wenn ihr mitmacht, bitte ehrlich, das macht einen riesen Spaß und ist ein riesen Gaudi. Ich weiß zum Beispiel, dass unsere Freunde von Drowning Concrete schon öfter dabei waren in Haufen. Und auf die freue ich mich jetzt schon. Und wenn ihr mitmacht, ehrlich, bitte nehmt Rücksicht auf die Kinder. Natürlich auch auf euch. Aber wir machen das so. Erst fallen die Erwachsenen um und ihr Kinder, ihr hüpft dann von oben drauf. Das ist jetzt echt erlaubt. Okay, ich gebe das Mikro mal rüber an die Bianca. Auch Bianca, die ist seit einem Dreivierteljahr dabei. Bianca, vielen Dank, dass du mit uns rumfährst an diesem Chaotenhaufen und mit teilgenommen hast. Danke dafür. Und die hat vorhin doch bestimmt total cool Propeller-Headbanging gemacht. Ich hab's. Ich habe ihren Schatten gesehen, sie hat's getan. Nochmal, hat Bianca Propeller-Headbanging gemacht? Nein! Willst du jetzt deine Kinder zu Lügen zwingen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe manchmal, wenn ich in der Praxis bin und arbeite, ich habe das Gefühl, die Kinder belügen mich. Ingo, vielen Dank für die schönen 13 Jahre. Ja, natürlich auch an euch, aber wir sehen uns ja noch. Ich will auch von euch denken, für die vielen schönen Jahre mit euch. Thank you.
Reinkohlschmerz. Hat jemand ein Taschentuch für Fischen? Danke und tschüss, war super schön gewesen. Es war eine geile Zeit.